Podcast. Yo, was geht, mein lieben Pokes zum Poke Bros und herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Rückrunde. Kampf 1 gegen Fee und sein Team Natolion. Ja, Leute, ich schmeiß euch eben das Ding hier rein. Und ja, was hat sich gern dazu Hinrunde? Wir fangen von oben an. Riesenzahn war schon dabei. Donnersichel ist neu dazu gekommen für, lass mich lügen, schwierige Kiste, weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, auf jeden Fall weiter geht's. Skellocroc, Voltolos E ist neu dabei, Ogerpon, dann Empoleon, Cresselia Terrafee ist neu. Ja, Cresselia mit Terrafee, ne Leute, ey. Dieser Typ Fee. Ja, wir spielen gegen Fee. Ja, passt, ne? Ja. Ja, Marmolida. Auch neu dabei. Dumimiesel im C-Tier. Ebenfalls neu dabei. Und der Rest ist geblieben. Smogmog, Motineva, Terraboden und Spinsidias. So. So, Leute. Und ja, kommen wir zu meinem Team. Wie ich mich gepreppt habe. Und zwar Rotom Wash mit dem Nassbrocken und Raindance. Full physisch defensiv mit Will-O-Wisp, Wolf Switch für die Switch Advantage und natürlich Hydropumpe, nicht zu vergessen. Ja. Eigentlich nur um die physischen Dinger zu verkrüppeln mit Will-O-Wisp und ja, und auf jeden Fall Raindance mit dem Damp Rock für unseren Neuzugang Overquill beziehungsweise Myriador. Und zwar, der trägt einen Luftballon und als Fähigkeit, wie vorhin schon erwähnt, wegen Regentanz, Wassertempo, Swift Swim, ja, voll KP, volles Attack Investment, Schwertanz, Crunch, Poison Jab, Liquidation. Und ich bin immer schneller als alles mit der Fähigkeit. Natürlich, es sei denn, es trägt irgendjemand einen Walschal. Ah, dann müsste, wer müsste dann auf jeden Fall einen Walschal tragen? Mindestens Voltolos I. Aber, dank des Luftballons habe ich keine Schwäche, deswegen ganz geil. Ich tank auf jeden Fall einen Hit, immer. Und ja, natürlich kommt drauf an, wer vor mir steht und so, ne, dies, das, Ananas. So, gehen wir weiter. Meistergriff. It's Dwayne. Mit der Assault West. Und den Eisenfäusten als Fähigkeit. Drain Punch, Knockoff, Ice Punch und natürlich Tempohieb, also March Punch. Ebenfalls voll investiert in die KP, voll investiert in die Attack und ja, Vollgas. Knallgas, gib ihn. So, dann kommen wir zu unserem potenziellen Lead heute. Und zwar Bundlebee hat einen super Job die letzten paar Male gemacht. Geiles Potenzial mit der Anti-Flugbeere. Um, ja, falls er mit Donnersichel leaden sollte. Und ja, ich überlebe auf jeden Fall von einem harten, überlebe ich ein, nee, von einem frohen Donnersichel überlebe ich auf jeden Fall ein, eine Akrobatik. Und es kommt natürlich darauf an, ob er den Energy Boost spielt oder nicht. Ja, Sticky Web, U-Turn. Ganz normal eigentlich. Dann kommen wir zu Viscogon. Darf natürlich auch nicht fehlen. Mit dem Kopierkraut. Einfach, falls da wirklich irgendwie ein, ja, dass Cresselia einfach zu viel Chisel-Gedizzle macht. Zu viel Boost rein damit und her mit den Boosts.
Und ja, zu guter Letzt dann Ogerporn auch immer sehr gut dabei gewesen bislang. Aber diesmal habe ich mir gedacht, es hat sowieso ziemlich gute Power. Geschwindigkeit stimmt auch. Und ja, dieses Mal einfach als Special Wall gedacht. Einfach um Egelsamen zu drücken. Und ja, und U-Turn auch immer gut. Dann noch Zugabe natürlich für den Fall der Fälle. Und ja, das war eigentlich das grobe Team. Und dann würde ich sagen, wir jumpen in den Kampf. So, Leute, und wir sind im Kampf. Und, boah, krass. Er hat echt Cristina dabei, ey. Oh, man. Ja. Er hat Donnersichel dabei, Riesenzahn hatte dabei, Voltolos I hatte dabei, Cresselia, Motineva und Dumimiesel. Okay, das ist natürlich nice. Wer wird schlimm für mich? Ich glaube eher Donnersichel, aber ja, wir fangen auf jeden Fall mit unserem Lied an. Dumimiesel kommt rein. Erstmal die Webs. Toxic ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir drücken U-Turn. Das ist physisch defensiv. Beulenhelm. Beulenhelm, okay. Beulenhelm, okay. Beulenhelm. Die Stealth Rocks, okay. Ich glaube, wir drücken hier jetzt Hydropumpe. Ja. Wir drücken hier jetzt die Hydropumpe. Wow. Mal nicht gemisst. Das Ding ist schneller, ne? Oh, ich habe vergessen, mein Scheiß. Scheibenkleister. Ich habe vergessen, mein Dings zu wechseln, ne? Ja, mein Typing. Damn. Mist. Ach, damn, ich hab vergessen, meinen Dingens-Type zu wechseln. Shit. Von Viscogon. Damn. Oh, damn. Das ist nicht geil. Ah, verflucht, Mann. Ja, dann muss ich ohne Terra Blast spielen. Ja. Ach, Mann, verflucht. Boah, das regt mich gerade richtig auf. Oder?
Damn, ich hab das voll verkackt, Alter. Oh, wie heißt das Ding denn? Dudun. Ich glaube, das ist physisch defensiv, ne? Gegen ein Ogerpawn. Heat ohne 30-35%. Da kommt es auch noch drauf an. Sunny Day, okay. Dann will er auf jeden Fall. Will er Donnersichel reinholen. Will er Donnersichel reinholen? Warum bin ich eigentlich in. Ich bin so blöd, ne? Warum gehe ich denn in. Ne, ich muss warten, bis Dings turnt. Drücken Knock-Off. Damn. So, was mache ich denn mit Conkeldurr? Gegen ein Great Task. Offensiv. Iron Fists. Ich mache einfach gar nichts, Mann. Ice. Alter, ich spiele so shit, Mann. Ich spiele so dumm. Ich spiele gerade so dumm. Mann, dann vergesse ich. Oh Mann, das. Warum, Alter? Obwohl, soll ich nochmal Sticky Webs drücken? Ne, ich drücke Moonblast. Ja, geil. Ich muss warten, bis die Dings raus ist. Life Orb. Cresselia.
das Ding ist schneller, ne? Oh, was macht er jetzt? Drücke Drain Punch. Drücke ich Drain Punch oder Cresselia Moonblast killt. Er kommt auch drauf an, wie es investiert ist, ne? Drain Punch macht gar nichts. Ich glaube, das Ding muss ihn. Ich muss ihn noch behalten. Ach shit, Mann, ey. Nee, ich muss den nicht behalten. Obwohl. Ah, Mann, was drücke ich denn? Doch, eigentlich müsste ich den behalten. Ich habe halt keinen. Sonst habe ich halt nichts, ne, mehr. Brauche halt. Eigentlich bräuchte ich den noch für Motineva, oder? Wohl eigentlich nicht. Boah, ist schwierig, Mann, ist schwierig. Moonblast killt, ja, das ist klar. Eigentlich, wenn er schneller investiert ist. Oh, das killt noch nicht mal. Oh, das killt noch nicht mal. Let's go. Ah, der hat Sunny Day halt, ne? Das ist halt so dumm, Alter. Warum muss er denn genau jetzt? Warum muss er denn genau dieses Match muss er jetzt Sunny Day spielen, Alter? Wo muss er denn genau jetzt dieses Game Sunny Day spielen, Alter? Ich bin auf jeden Fall schneller, das ist klar. Spatstaff? Ach, ja, kriege ich auch noch den Spatstaff-Drop vom Dings, oder was? Von Energy Ball, oder? Oh shit, Mann, naja, verloren. Oh, damn. Oh. Nee, ich brauche, Alter, ich kann nicht auf Dingens gehen, Mann. Das ist doch Shit, Alter. Ja, ist GG, Mann, Alter. Ich hab, Mann. Ja, GG. Natürlich vergessen. Oh,
Mann, Alter. Mann. Ah, naja. Scheißegal, verloren. Einfach Fee vergessen, Mann. Aber ich wollte erst Icebeam auf Dingens lassen. Aber nein, ich muss ja doch Thunderbolt nehmen. Ach, Mann, ey, Scheiße. Naja, egal. Ja, ist ja klar, dass er. Ne, das war jetzt dumm einfach. Aber naja. Auf jeden Fall GG, dass er genau jetzt Dings mitnimmt. Ne, das. Ah, Junge. Ja. Egal, Leute. Ja, verloren. Müssen wir beim nächsten Mal rausholen. Leute, haut rein, bleibt gesund und ciao. Thank you.